Ja, das ist noch interessant, haben auch viel Spaß. Ja, auf jeden Fall. Das wäre das Wichtigste. Oh. Oh, genau in den Kokon. Oh, und Oh. das war. Ja, das ist First Blood höchstwahrscheinlich. Ja, das soll jetzt gewesen werden. First Blood. Easy. Oh. Schon wieder Top Lane. Oh, geht keiner da. Oh. Oh, das kann close werden. Das kann close werden, die Elise merkt's Oh. nicht. Doch, die merkt's. Oh, hier kommt Smite. Zweite. Ja, krieg's. Die gehen nicht für den Dirk. Wow. Oh. Warwick down. Warwick vielleicht ganz genau rein. Alice auch da. Das war sehr close. Das war sehr close. Wo kommt noch der Oh, Hook? der Hook war daneben. Schade. Oh. Oh. Wow. Tristana geht rein. Flash Kriegst gebaitet. Flash raus. Alissa, sehr schöner Flash. Oh, Oh. aber das war richtig bad, leider. Gen Ult sehen Guter wir Hook. jetzt. Oh, nice. Plus 1 Ich glaube, war, die trotz kriegen allem, Alissa Alistair. down, Alissa down. In einem gewarteten Bereich. Wer macht schneller den Ward kaputt? Hook Oh, da geht. getroffen, Alissa noch 5, Alissa noch 5. Wow, Jinx Oh. Ulti trifft. Down. Well played. Down. Alissa ist mal immer 5, das heißt, man kann. Genau, man kann versuchen, Alistar töten zu Wenn gehen. es. Wow, auf der Toplane. Oh. Kamera switcht einfach. Ja. Oh mein Oh, Gott, die quick Elise clip. hat's gefehlt. Die Elise hat's gefehlt und kommt Oh lol. trotzdem an den Oh Gen A lol. rein. Keiner hat Unfassbar. getankt. Ja. Ich hab Bin gerade mich schon gespielt. gefragt, wieso kommt der Tower Hit nicht. Ja, okay, das war's Oh. für die Elise. Wow, wir kriegen keinen. 085 ist ein wahre Gold. Und wir haben getippt, das Red Team verliert. Ja gut, das kann noch einiges passieren. Wow, Shen Oh. kassiert auf einmal. Wow, sehr. Okay. Sehr guter Jump. Daraufhin ist Shen geflasht. Oh, hätte der Hook getroffen. Oh lol. Dann wäre der Alice auf jeden Fall sehr low HP gewesen. Ich glaube nicht, dass er gestorben Oh, wäre. Tower Dive. Wow, das war richtig stark gespielt. Das war sehr gut gespielt. Beide Ultis gleich. Oh, okay, Oh Warwick nein. scheint da unten zu sein. Das fand Richthof ich geht bitter. noch top. Victor und Elise. Glaub, die bekommen den noch. Gnar hat kein Flash. Ja, das sollte es gewesen sein für Gnar. Ja, jetzt kommt die Ult. Oh. Jinx 30 Farm vorne. Oh, Lux trifft. Oh. Lux hätte sogar hinterher flashen können, Auto-Attack Ulti machen können zum Beispiel. Das hätte Ja, aber das ist ja gereicht. dann. Oh, okay, Alistar gecatcht. Alistar überlebt. Oh. Ja, mit Ulti überlebt. Oh, der Alistar läuft sehr schlecht. Und es reicht sogar Oh vom Damage. lol, Und das sehr reicht guter aus. Hook. Oh, der Flash war wichtig, Oh. sonst hätte die Tristana die Box getroffen, dann wäre sie höchstwahrscheinlich down. Kleine Zeit. Ja. Und hat sein Ulti Flash und Smite ab. Und Oh, wird schon die gepinkt. läuft ganz genau rein. Shen Ulti Oh, kommt zwar, Shadow. aber sie stirbt viel zu schnell. Wow, der Gnar ist sehr aggressiv und kommt Oh, dem lol. Play und dem Oh. Heal und dem Hook und. Oh mein Gott. Oh mein Gott, da hat ja alles gemisst. Oh mein Gott. Das war ein Freakill. Und das Item ist halt auch noch billiger. Dann kannst du schon mal was anderes spawnen gehen. Von dem her geht es meiner Meinung nach vollkommen klar. Alistar down, Oh, er ist wow. das da. Lol, der Flash. Ja, versucht zu retten, aber viel zu spät.
Okay, das Red Team geht auch zum Dirk. Der Oh Dirk oh. ist aber down, bis die da sind, ja. Oh, Oh! Tristana bekommt er. Sehr schöne Ulti. Oh, dreimal Knock-up. Sehr schöner Ulti von Oh Lux. mein Gott, Lux holt. Schön Aber gesetzt. Jinx kann das turnen. Jinx steht sehr gut. Jinx kann guten Damage machen. Oh, komm. Schöne Ulti Die von Jinx. Ulti. Sie hätte Alistar. Wow. Wow, Oh, Jinx der sehr Flash. aggressiv. Sie hat Red Buff. Sie hat Red Buff. Wow, sehr Oh, gut lol. gemacht. Und es war richtig gut gespielt. Wenn der Hook jetzt landet. Ja. Jo. Das war sehr wichtig, auf jeden Fall. Oh, wenn die eh jetzt noch Platz, ne, von Lux. Platz aber nicht. Und das war's. Oh, sehr schöner Hook. Sehr schöner Taunt und der Elisa geht Oh. auch noch down. Nice. 6k Gold. Oh! Wow. Sehr schön von Gnar gemacht. Aus nichts kam er. Und hat sich auch noch da jemanden abgeholt. Wow, Gnar wurde gestunt. Thresh hockt leider daneben. Thresh hat ein bisschen Flayer, hat er auch benutzt. Thresh hat Hook in 4 Sekunden wieder ab. Jinx macht einfach schön Damage auf Warwick. Jinx hat leider keine Ulti, hat Traps aufgestellt, macht sehr guten Damage auf Tristana. Tristana überlebt aber. Oh, Gnar Thresh. verwandelt sich, Gnar verwandelt sich, macht Ulti, trifft Weg, trifft Q. Und die Jinx geht down. Richtig close. Wow. Wow. Wow, was soll das? Richtig gute Plays. Von Gnar. Und die Elise geht höchstwahrscheinlich auch down. Und das Blue Team hat das Okay. eben sehr gut gemacht. Der Gnar hat eben, glaube ich, 2 Kills geholt. Ja, auch das letzte Game, so, das wurde übelst getan. Wow. Oh, die Oh. Ulti von Tristana ist natürlich sehr bitter. Wenn jetzt der Oh. Warwick. Ja, okay, Warwick hat trotz allem den Victor bekommen, ist sehr wichtig. Warwick geht aber trotzdem down. Wow, Flash. Von Alistar hat leider nichts gebracht. Star die Lantern da. Warwick steht sehr falsch. Warwick geht höchstwahrscheinlich down. Sehr guter Hook. Warwick geht down. Thresh geht auch down. Jinx Ulti trifft. Tristana geht down. Und Jinx Flash hinterher und kriegt auch noch den Alistar. Da wirklich für Jinx, die mein Team steht jetzt, die Jinx. 214 Farm, IE, Statics. Crittet einfach Push alles nebenbei. down. Shampush ist einfach auf der Top-Lane, weil niemand was gegen tun kann. Weil der Gnar einfach mit dem Team stehen muss. Wow. Sehr gut gespielt Oh. von Lux. Das Red Team geht aber dafür für den Baron. Sehr hoch gepokert von der Lux. Hätte sie ihre Q gefailt, hätte Jinx den Fight bestimmt gewonnen. Das Red Team kann den Baron nicht angehen, weil die Jinx nicht da ist. Und genau gekommen ist. Oh. Oh. Apura ist Combo gefailt. Ulti ist auf Victor drauf. Victor lebt, aber noch sehr gute Ulti von, Oh, von schön. Lux. Double Kill, Victor und Thresh sind down. Und das war das, was das Blue Team gebraucht hat. Genau das. Wow, hier sogar noch gebaitet. Und der Gnar richtig gut geflasht und Ulti nach hinten. Oh, schön, Mann. Lux hat noch Und den das Kill Blue Team bekommen. zieht nochmal ein Midlane-Tor. Das sind die Fehler, die das Red Team macht. Und jetzt sind es nur noch 2k Führung für das Red Team. 8-1, Lux. Lux ist und sowas die von Stacks. zurück. Lux ist sowas von zurück. 17-6 hat sie, wenn ich mich nicht irre. Wow, und jetzt wird Alistar noch gecatcht oder was? Sehr guter Flash von Alistar. Wow. Okay. Flash für Flash. Wow, noch ein Flash. Boah. Boah, schön gegrappt. Oh, Flay gefailt. Die Lantern. Oh, die Flay. Boah. Ist wahrscheinlich einfach gedacht, wenn die für den Fight gehen. Wow, sehr guter Hook. Sehr gutes Flay. Oh. Warwick geht jetzt. Okay, Warwick geht nicht down.
Warwick überlebt. Jinx ultet. Alistar tankt alles. Trash Hook trifft schon wieder. Alistar geht down. Flay trifft sogar auf Lux. Lux geht höchstwahrscheinlich down. Lux hat Flash Up. Lux überlebt. Boah, Lux ist nur quasi in down. 1 gegen 1 gegen Shen fast gestorben. Ja. Ja, der Taunt war wichtig und dann halt Dawnpanzer, deswegen hat es guten Damage gemacht. Es war richtig gut gespielt schon wieder. Oh, der Hook. Oh. Die Jinx. Ich weiß halt nicht, was gerade sich die Lux dabei gedacht hat. Die. Das kann man nicht einmal Face-Checken nennen, was sie gemacht hat, weil. Oh, sie hat sie ja. Ist schon auch. Ja. Sie hat ja ganz genau gesehen, dass der Trash vor ihr steht und sie ist trotz allem den Trash in die Arme gelaufen. Genauso wie der Warwick. Und jetzt stirbt auch noch der Alistar höchstwahrscheinlich, weil er Gnar retten wollte. Oh, das sind richtig starke Throws. Es sind gerade drei Stück. Major Stacks weg. Ja, es sind gerade drei Stück gestorben. Für nichts. Und wieder nichts. Bitte. Das war einfach so unnötig. Die verlieren jetzt den Inhib Tower und den Inhib. Keine Frage. Boah, die Crits. Crit City, ey. Unfassbar. Sehr nice gespielt von Victor. Einfach den Lister gewonshottet. Und es ist vollkommen Burf, auch wenn die Ulti down ist von Victor. Einer ist schon mal down von den Gegnern. Und die Cooldowns von Victor's Ulti ist auch nicht die größte, von dem her geht das vollkommen klar. 6k Gold Führung für das Red Team. Und das Red Team ist so gut wie in den Teamfights. Die spielen das einfach so gut aus. Wow, Warwick von Warwick. Ja, von Warwick reicht die Ulti trotzdem nicht aus. Wow, dieser Crit. Sehr guter Hook von Tisch. Boah, schön. Und schon wieder ist einer down. Wow, Flash Cocoon hat leider nicht getroffen. Flash Flash. Oh. Trotzdem reicht es nicht. Sehr guter Hook von Tisch. Flayt sogar rüber. Boah, Lux Flash. Alistar geht down. Alistar wird down gehen. Oder auch nicht. Doch. Sehr gut von Jinx gemacht. 7k Goldführung nun. In der ganzen Teamfight hat Lux nicht mal einmal geultet. Ja. Ich sehe gerade wirklich richtig, der Shen hat Tiamat. Ich war mir gerade die ganze Zeit nicht sicher, ob er wirklich Tiamat gekauft hat. In den Botlane gezogen, safe. Oh, genau, Ulti tut sehr weh. Trotz allem überlebt die Jinx. Und Shen ultet einfach die Jinx. Wow. Oh, okay, das war's. Für Victor. Aber es sieht sehr gut aus fürs Red Team. Botlane und Toplane in Hip gezogen. Jetzt noch den dritten Drake Speed Buff. Es läuft ideal gerade fürs Red Team. Auf der Botlane und auf der Midlane geht der Baron einfach so schnell down. Oh, das wäre bitter. Wow. Das wäre bitter. Sehr guter Hook, sogar gecantet. Mein Pure Rising Gage. Wow, sehr guter Damage von Tristana. Wow. Einfach mal die Elise gewonshottet, gefühlt. Alistar geht down. Elise für Alistar. Ist auf jeden Fall ein guter Trade, meiner Meinung nach. Meiner Meinung nach? Ja. Ja, ich glaube. Zu verlieren ist gar nicht gut. Oh mein Gott, die Hooks. Oh, schönes Fly.
Wow, und genau überlebt das. Gnat hat's wirklich überlebt. Warwick wird geschreddert einfach. Der nächste Hook und die Ult. Support to Support getradet bis jetzt. Oh. Gnar ist halt nicht verwandelt. Gnar kann nichts tun. Superman ist pushen von überall. Das war's. Das Red Team hat das Game gewonnen. GG an Third Team. Also ihr habt es auf jeden Fall verdient. Es war einfach sehr stark von euch gespielt. Ihr habt zwar für eine kurze Zeit das Game irgendwie schon hart gefroht, aber ihr seid zurück ins Game gekommen und das war vollkommen verdient.